Hallihallo und herzlich willkommen zu den Twitch Drops im April. Die neue Season, neue Drops, natürlich. Und das Ganze startet natürlich wieder in zwei Phasen. Die erste Phase beginnt am 1. April, ist aber kein April-Scherz, um 14 Uhr und endet am 7.4. um 14 Uhr. Anschließend gibt es quasi 10 Stunden Programm. Hier mal ein kleiner Überblick. Also es gibt Ressourcentruhen, Ruhmtruhen, Abhandlungen. Und unten 3 Tage Premium und natürlich auch die Ghetto-Faust als Emote. Kommen wir nun zur zweiten Phase. Die geht direkt im Anschluss über, also vom 7.4. 14 Uhr und endet am 13.4. um 14 Uhr. Und was gibt's hier? Natürlich auch wieder Ressourcentruhe, auch wieder Ruhm und Abhandlungen. Hier noch als Special ganz unten natürlich diese Signalkum-Drohne, dass ihr quasi euch eine Unit auswählen könnt. Oder auch XP-Magen aus der epischen Ära. Und denkt dran, die Drops müssen abgeholt werden, sonst geht's nicht weiter. Jede Minute zählt, egal was ihr macht. Wenn ihr mal eine halbe Stunde Zeit habt, das zählt trotzdem. Es ist noch ein aktiver Stream, also wenn ihr jetzt 3-4 Streams macht und versucht die Zeit zu schinden, das geht leider nicht. Und natürlich muss euer Konto verknüpft sein. In der Videobeschreibung schicke ich euch nochmal den Link für die Knüpfung des Kontos. Was ist sonst noch? Natürlich gibt es tägliche Zusatzdrops ab 14 Uhr. Die laufen übrigens parallel mit. Die müsst ihr auch nicht täglich abholen. Das macht einfach so mit. Und das ist ja natürlich schon gewohnt und Standard. Ne? Also gibt es ein bisschen Kram hinterhergeschmissen. Aber warum nicht? Nehmt ihr doch alle gerne mit. Und ansonsten viel Spaß bei den Drops. Euer Lifehacks. Macht's gut!